Du bist ständig erkältet, ständig läuft nichts außer der Nase, musst husten. Bei jedem grippalen Effekt bist du mit dabei, obwohl du Grippeimpfung hast, hast dein Handdesinfektionsmittel und bist trotzdem ständig anfällig für Krankheiten, Erkältungen, für grippale Infekte. Wenn du wissen willst, was du tun kannst, bleib dran. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter, und wer mir ein Abo schenkt, der darf Jan zu mir sagen. Wir haben viele Kunden, die stehen zumindest gefühlt überproportional häufig, also wirklich oft bei uns im Laden. Da läuft nichts außer der Nase, der Husten hört überhaupt nicht auf. Die haben immer mal wieder so einen grippalen Infekt. Und das ist natürlich völlig logisch, dass dann einige von denen eben da Symptomlinderung, ja, also bei den ersten Anzeichen oder nach einer überstandenen Erkältung, was für ihr Immunsystem haben möchten. Und da gibt es viele, viele, viele Präparate und Tipps, aber auch einiges, was eben nicht so gut ist. Und deswegen hier dieses wichtige Video. Weil du kannst dich nicht absolut, niemand kann das, sich absolut von der Erkältung schützen. Aber wenn dein Immunsystem halbwegs stark ist, dann kannst du der Erkältung was entgegensetzen. Das ist das, woraus ankommt. Und du kannst tatsächlich auch einen Virusangriff, harmlosen Viren, im Keim ersticken. Und was kann ich da machen, um die körpereigene Abwehr zu unterstützen? Die Frage kam von einer lieben Abonnentin und deswegen wollte ich da sofort drauf eingehen. Liebe Grüße, du weißt, dass du gemeint bist. Im Bereich der Selbstmedikation, ne, da gibt es im Wesentlichen natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt es aber auch pflanzliche, ganz viele tolle Arzneimittel. Und auf die möchte ich ein bisschen eingehen, auch auf die Gefahr hin, dass ich hier Namen nenne. Ich mache das wertfrei und das, was gut ist, klar, empfehle ich, kriege ich kein Geld dafür. Das, was weniger gut ist, davon rate ich auch ab. Auch da habe ich hin und wieder mal den einen oder anderen in der Mail oder im CC oder am Telefon, der dann wutentbrannt ist. Aber mir geht es ja darum, dich, euch ehrlich zu versorgen und zu informieren. Und durch meine Brille, also einfach hier als Apotheker, aber auch als Vater und ganz normaler Unternehmer, als Mensch, als Jan, zu sagen, was ist eher hilfreich, wovon lass lieber die Finger weg. Ansonsten mache ich meinen Job falsch. Also, bevor zu entsprechenden Mitteln gegriffen wird, dann gilt es aber für mich und für euch auch einfach auszuloten, wann muss ich zum Arzt und wann nicht. Weil wenn du oder wenn ihr mit einem Wunsch nach einer Immunstärkung kommst, hast aber eine Autoimmunerkrankung, wie zum Beispiel MS, also Multiple Sklerose oder eine fortschreitende Tuberkulose, eine Leukämie oder eine HIV-Infektion, natürlich musst du dann sofort zum Arzt. Klar kann ich dir ein bisschen dann helfen, aber das ist dann nicht mehr meine alleinige oder unsere alleinige Baustelle. Das muss man dann zumindest im Tandem, ja, als Dreier oder im Tandem zusammen mit dem Arzt machen, weil dafür sind wir da, um dir zu helfen. Gleiches gilt dann aber auch, wenn jetzt akute Infektionen mit schweren Symptomen einhergehen. Und das können wir in der Apotheke relativ gut einschätzen. Im Zweifelsfall schicken wir einen dann eh immer zum Arzt. Auch in Zeiten von Corona, also wenn da irgendwie nur ansatzweise der Verdacht besteht, da muss der Arzt unbedingt draufschauen. Ich glaube mir, da hat man ein relativ gutes Gespür. Also selbst wenn ich dann nicht 100% sicher bin, sage ich, ab zum Arzt. Oder ruf doch zumindest deinen Arzt an. Der kennt dich sehr, sehr gut und kann dann sehr, sehr schnell feststellen, brauchst du das oder jenes. Oder kann ich vielleicht auch einfach hier ein nerviges Virus ausschließen, was ja auch in Zeiten wie heute nicht uninteressant ist. Und wenn es sich dann um häufige und oder anhaltende behandlungsbedürftige Infektionskrankheiten handelt, wie zum Beispiel ja bei Infektionskrankheiten der Atemwege, dann ist natürlich ein Arztbesuch angezeigt. Und da können natürlich auch andere Krankheiten hinten dran stecken, Erkrankungen vom Immunsystem oder ganz unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen, Stichwort Cortison oder Immunsuppressiva oder. Wenn ich jetzt sage, ja, achte auf eine gesunde Ernährung, ich ernähre mich auch nicht immer gesund, sieht man ja, aber nichtsdestotrotz, Voraussetzung für eine intakte Immunabwehr ist einfach eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Und das kriegst du nicht immer komplett über die Ernährung abgedeckt. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, dass die Ernährung eben ausgewogen ist, damit du eben nicht so viel Nahrungsergänzungsmittel kaufen musst. Also Obst und Gemüse regional bitte, wenn irgendwie mit dem Geldbeutel vereinbar. Aber das schafft eben nicht jeder. In solchen Fällen ist dann manchmal eben eine Nahrungsergänzung durchaus gerechtfertigt, um einfach Defizite auszugleichen, ja, um dann wieder den Tank mit
Vitamin C oder Zink oder sowas aufzufüllen, damit das Immunsystem eine bessere Antwort hat gegen all die Eindringlinge, die unterwegs sind und die uns krank machen können oder könnten. Und auch für Personen, die aufgrund einer Erkrankung oder Arzneimitteltherapie ein Mikronährstoffdefizit aufweisen, da ist auch eine ganz gezielte Substitution wichtig, ne? Also Stichwort Omeprazol, Pantoprazol, wenn es der Arzt verordnet, lassen natürlich nicht weg, aber das ist ein Vitamin D-Räuber. Ein Vitamin D weiß man mittlerweile auch schon länger in etlichen Studien bewiesen, ist ganz, ganz wichtig und elementar, nicht nur für deine Knochen, sondern auch für dein Immunsystem. Und grundsätzlich ist eine erhöhte Infektanfälligkeit auch ein deutliches Zeichen einfach dafür, dass man da was dagegen tun muss, dass du was unternehmen musst. Deswegen Vitamine und Mineralstoffe ganz, ganz wichtig. Und da brauche ich insbesondere die Vitamine B1, B6, B12, D und C, Folsäure, Niacin und dann natürlich Zink, Selen und Eisen. Eisen insbesondere bei Veganern und Vegetariern, aber auch B-Vitamine. Und es gibt ganz viele Nahrungsergänzungsmittel oder diätetische Lebensmittel, die sich an die Stärkung der Immunabwehr richten oder eben Personen mit einer erhöhten Infektanfälligkeit, für die beworben werden. Und die enthalten dann einfach Kombinationen oder Teile dieser Mikronährstoffe, findest du die üblichen Verdächtigen immer wieder. Und es muss nicht immer das teuerste Mittel sein, aber es sollte auch nicht eben ein, wie soll ich das erklären, ein Magnesiumcitrat zum Beispiel hat eine viel bessere Bioverfügbarkeit. Wird vom Körper besser verstoffwechselt und aufgenommen, hast eine bessere Wirkung als bei einem Magnesiumoxid. Und der Grund, warum das eben beim Aldi oder beim Lidl oder bei anderen Discountern sehr viel günstiger ist, da wird hauptsächlich Magnesiumoxid verwendet. Kannst du natürlich günstiger vertickern und gleichzeitig ja, über die großen Mengen, die sie verkaufen. Das ist ja für mich völlig in Ordnung, das stört mich auch kaum. Nichtsdestotrotz, also das ist ein Unterschied, ob du einen Kamillentee, eine Arzneipflanze, eben nur eben die wirksamkeitsbestimmenden Bestandteile aus einer Arzneipflanze holst, die dann unter Bioabbau und ökologisch, aber auch pharmazeutisch gerecht und richtig, also Sicherheit, Einhaltung von Standards, von gewissen Standards. Wenn du das nimmst, das ist was anderes, als wenn du eine ganz zerhäckselte Kamillenpflanze, wo auch der ganze andere Schrott mit dabei ist, den du nicht brauchst oder einfach unwirksame Bestandteile. Das ist klar, dass du das günstiger anbieten kannst, aber deswegen produziere ich ja dieses Video. Dann gibt es natürlich Nahrungsergänzungsmittel mit sekundären Pflanzenstoffen, die kombiniert sind und die haben natürlich eine unterstützende Wirkung auf das Immunsystem. Und da gibt es Produkte mittlerweile mit Beta-Glucanen, die sollen das Immunsystem einfach durch die Aktivierung von Makrophagen, also so Fresszellen, supporten, unterstützen. Und da gibt es einfach ganz verschiedene Darreichungsformen, Granulate, Kapseln, Tabletten oder eben diese fertigen Trinkampullen in ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es gibt ja auch einen Investor bei Die Höhle der Löwen, ich will jetzt das Namen jetzt gar nicht sagen, aber der ein oder andere wird jetzt wissen, wen ich meine. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Unterstützung durch pflanzliche Wirkstoffe, also Phytopharmaka und als pflanzliches Immunstimulans, gerade zur Prävention oder bei den ersten Anzeichen einer Erkältung findet der Sonnenhut, also Echinazin, Anwendung. Da habe ich eben stimulierende Effekte auf diese immunkompetenten Zellen. Die werden sozusagen ein bisschen getunt. Das ist nachgewiesen durch Studien und neben verschiedenen einzelnen, also Monopräparaten, gibt es auch Pflanzenextrakte in der Kombination auf dem Markt. Da gibt es zum Beispiel das Mittel, sorry, Werbeeinblendung, Esperitox, was sich da seit Jahren, seit Jahrzehnten sehr gut bewährt hat. Es gibt aber auch hier aus dem deutschen Reim ein tolles Phytotherapeutikum mit dem Namen Imopret bei den ersten Anzeichen einer Erkältung. Nehme ich das, by the way, auch. Das soll jetzt kein Aufruf sein, an euch das auch zu nehmen, aber das Mittel wirkt einfach immunmodulierend. Es wirkt gegen Bakterien, also antimikrobiell und aber auch entzündungshemmend. Das ist natürlich toll. Es gibt auch ein anderes Mittel, das vertrage ich jetzt nicht so gut, weil ich einfach einen empfindlichen Magen habe, vielleicht trinke ich zu viel Kaffee. Das ist das Angurzin, da habe ich, das ist ein pflanzliches Mittel, da habe ich Kapuzinerkresse und Meerrettich drin. Das ist schon recht rass, ne? Aber diese Senföle, die da drin sind, in der Kombination haben sie eine tolle antimikrobielle Wirkung. Dann gibt es noch die Extrakte von Pelargonium siduides, das kennt ihr eher unter, naja, Uncaluabo, der Zungenbrecher.
Da gibt es, das ist eine südafrikanische Kapplandwurzel. Das funktioniert auch ganz gut und wird sehr, sehr gerne auch gerade bei Erkrankung der oberen Atemwege, also Bronchien meine ich jetzt, hat es diesen schleimlösenden Effekt. Es wirkt auch antimikrobiell und auch immunstimulierend. Es gibt es auch als Saft für Kinder, es gibt es als Dragees und sehr, sehr gut bewährt. Was mir wichtig ist bei pflanzlichen Immunstimulanzien und deswegen auch das Video, normal sind die sehr gut verträglich, aber es gibt einige Grenzen und auch einige Hinweise, die du beachten musst, die ich jetzt hier, ich kann sie nicht alle nennen, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dich von Arzt und Apotheker beraten lässt und nicht einfach nur im Netz irgendwas nachliest und aufs günstigste Angebot anspringst, wie ein Besoffener auf den Hering. Also, wichtig ist, dass die ununterbrochene Anwendung von echinazinhaltigen Präparate, die darf ich nur auf 2 Wochen begrenzen. Das ist wichtig. Sonst kann nämlich dein Immunsystem überstimuliert werden und das ist nicht gut. Also, dann geht der Schuss nach hinten los. Und dann gibt es die Präparate mit Sonnenhut und da ist einfach dran zu denken, das ist ein Korbblütler. Und wenn du allergisch bist auf Korbblütler, da gibt es einige unter unseren Patienten, aber auch bei anderen Arztpraxen oder Apotheken oder ja, Patienten, die dagegen allergisch sind, das ist dann sehr, sehr unschön. Und da ist zum Beispiel im Imipred, was ich vorhin erwähnt habe, ein entsprechender Hinweis. Wenn jetzt aber Patienten Leukämie haben, Tuberkulose, eine chronische Viruserkrankung, dann sind pflanzliche Immunstimulanzien mit Echinazin, aber auch Eleukok, also diese Eleuterokokwurzel aus dem russischen Raum, die adaptogen ist, also die wirklich stärkt, die gerne von Sportlern eigentlich auch genommen werden, weil sie nicht auf der Dopingliste sind und einfach deine Regenerationszeit verkürzen. Also gerade unter Ausdauersportlern sehr bekannt, aber auch Thujakraut, all das, Echinazin, Eleuterokokwurzel und Thujakraut, nicht oder absolut ungeeignet in den Fällen. Aber auch Patienten, die eine Autoimmunerkrankung haben, wie MS, oder Patienten, die mit Immunsuppressiva behandelt werden, auch die gilt es da hier zu informieren. Es gibt auch immer aktueller und immer moderner und es macht auch wirklich Sinn, diese Abwehrsprays. Wenn diese Erkältungswelle wie jetzt rollt oder eben teilweise Panik oder zu großen Teilen Panik in der Bevölkerung besteht und das Umfeld hustet und schnieft und ich habe eben kein Desinfektionsmittel bekommen, dann ist es oftmals einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis man selbst flach liegt. Und da kann ich spezielle Sprays verwenden, um eben eindringende Erkältungsviren, bevor die überhaupt an die Schleimhäute gelangen können und da Schaden anrichten können, zumindest im nennenswerten Umfang, sich breit machen können, ausbreiten und dann ja, wüten und uns krank machen. Und da gibt es zum Beispiel ja, von, wie heißt es, Viroprotect, ein Erkältungsspray für Mund, Hals, Rachen. Und das enthält Enzyme, das Enzym Trypsin. Und auch Glycerin. Aber es gibt auch Wick Erste Abwehr, so ein Mikrogelspray. Mache ich in die Nase rein. Das ist nichts anderes als ein Polymer, also Hydroxypropylmethylcellulose, was dann dafür sorgt, dass sich Viren nicht so leicht anheften können. Das macht natürlich auch Sinn. Aber ganz im Ernst, eine Nasenspülung tut es oft auch schon. Ist nicht jedermanns Sache, ich weiß. Aber du kannst auch immer ein hypertones oder ein isotones Kochsalz, ganz normales Kochsalzspray nehmen. Ich persönlich nehme immer ein hypertones Kochsalzspray mit noch ein paar ätherischen Ölen. Gerade in den ersten Tagen von einer Erkältung ist sowas natürlich sinnvoll. Einfach um dann auch die Ansteckungsgefahr ja, zu unterdrücken. Es gibt noch seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren ein Spray, das heißt Algovir. Das ist Karagellose kombiniert mit so Kappa-Karagen. Und das gibt es Kinderversion. Da ist nur die Karagellose drin. Und beide Mittel sprühst du eben in die Nase und die sollen nicht nur vorbeugend helfen bei den ersten Erkältungsanzeichen, sondern tatsächlich auch, wenn die Erkältung schon ausgebrochen ist. Was nehme ich jetzt persönlich? Ich nehme eben dieses eine hypertone Nasenspray mit Eukalyptusöl namens Aspekton. Auch hier keine Werbung. Dann persönlich nehme ich Zink und Vitamin C. Das muss jetzt nicht die Hausmarke sein, aber das ist das, was wirklich Sinn macht. Vitamin D ist mir ganz, ganz wichtig. Ist auch ein klitzekleiner Stimmungsaufheller in Anführungsstrichen. Dann ein Präparat mit Lactobacillen, mit sehr hochwertigen Lactobacillen. Muss ich gestehen, das nehme ich kurmäßig fast das ganze Jahr über. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich
bisschen Hypochonder bin, aber also Zink, Vitamin C und Vitamin D ist einfach elementar für mich zumindest. Braucht nicht jeder. Wenn es einer nicht wirklich braucht, rate ich mir auch tatsächlich davon ab. Ne? Und wenn ich ein Halskratzen habe oder merke, es geht los, klar, kann ich ja nicht jeden Abend meinen Whisky trinken oder meinen Lieblingsschnaps. Es wäre lustig, aber nicht zielführend. Deswegen dann Pelargonienextrakt und eben Imoprid in Kombi, was dann bei mir sehr, sehr gut hilft. Was mir jetzt persönlich einfach noch wichtig ist, schau doch einfach mal, wie ist denn dein Stuhlgang, wie ist deine Zusammensetzung, ist es eine, ja, ist es eine Glückswurst? Es klingt so doof, aber ist mir ganz, ganz wichtig, weil ein Großteil unseres Immunsystems ist tatsächlich im Darm angesiedelt. Das sind auch Schleimhäute, die da sind. Und das hat so einen unermesslich wichtigen und großen Einfluss auf unser Immunsystem. Und deswegen rate ich dir hier mit deinem Arzt und mit deinem Apotheker zu besprechen, was für dich individuell am besten sein könnte. Das ist nicht nur immer das eine Präparat oder das andere Präparat. Ja, da gibt es auch viel zu viele Anbieter, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz, also so eine Darmsanierung, man sagt ja auch, wenn es Arschall brummt, ist Herzl gesund, da ist tatsächlich was dran. Also in diesem Sinne, ich hoffe, das war hilfreich. Vielen Dank an die liebe Abonnentin, die nach diesen Tipps gefragt hat. Ich freue mich auf eure Themenvorschläge. Ja, lasst euch trotz all den Medien hier und diesen Maßnahmen, die auch wichtig sind, um Coronavirus einzudämmen und einzugrenzen und das Wachstum zu entschleunigen, dramatisch zu entschleunigen. Das ist einfach wichtig, dass diese Wachstumskurve runtergeht, weil ein exponentielles Wachstum ist einfach eine Katastrophe. Wir sind da immer noch zum Glück von entfernt. Ganz, ganz wichtig, Hände waschen, hier reinhusten, locker bleiben, so gut es geht, Hamsterkäufe. Das ist Quatsch. Also, wir sind ja in einem der reichsten Länder der Welt. Man kommt auch mal eine Woche ohne Nudeln aus, finde ich. Popo putzen ist auch wichtig, ja klar, aber nichtsdestotrotz. Also, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du sagst, ich habe hier noch was vergessen, habe zu viele oder zu wenig Produkte genannt, dann schreib doch einfach hier unten rein. Das ist mir wichtig, weil ich freue mich, wenn ich euch Direct Response geben darf und kann. Übrigens völlig ungefährlich hier jetzt über Kamera. Und ansonsten, ja, zieht den Mundwinkel nach oben. Love, Peace.